in Priester auf. Er will uns mit Ritualen seine Macht demonstrieren. Noch ahnen wir nicht, was uns erwartet. Und wir haben heimlich gedrehte Bilder bekommen, die zeigen, wie Opfer eingeschüchtert werden. Kurz vor unserem Rückflug treffen wir uns noch einmal mit Helen, einer der Frauen, die von dem Schwur berichtet haben. 5 Jahre musste sie in Europa als Prostituierte arbeiten. Dann wurde sie verhaftet und abgeschoben. Jetzt teilt Helen sich mit ihrer Schwester und deren Familie ein Zimmer. 5 Personen auf 10 Quadratmeter. Helen hat ihrer Madame 40.000 Euro abbezahlt. Ihr selbst ist nichts geblieben. Wer mittellos aus Europa abgeschoben wird, hat es in Nigeria sehr schwer. Wie sehen dich die Leute hier? Als Versagerin. Manche kommen zurück und bauen sich Häuser. Über dich sagen sie, hey, guckt euch die an, die hat gar nichts. Sie machen sich über dich lustig. Das tut weh. Manchmal wollte ich mich nur noch umbringen. Helen ist mittlerweile einer Freikirche beigetreten. Ihr neuer Glaube ist der einzige Halt, der ihr bleibt. You are wonderful, Lord. I love you, Jesus. I worship you, Lord. I bless your name. You are glorious. You are glorious. Almighty God, you are glorious. Zurück nach Deutschland. Während Opfer wie Helen in Nigeria leiden, fühlen sich die Zuhälterinnen in Deutschland sicher. Bernhard Busch, der Polizist, zeigt uns in einem Video, das er beschlagnahmt hat, wie die Madams hier ihren Reichtum zelebrieren. Das ist ein Club von Frauen. Und das sind eben, nach den Angaben von den Mädchen, sind das alles Madams. Die haben sich zusammengefunden, um sich gegenseitig zu unterstützen. Jetzt die Frauen, die wir da sehen, die sind jetzt ja so richtig dick und prunkvoll behängt, ne? Also die haben wirklich hier Goldketten und sowas. Ist das auch recht typisch für die Madams? Die wollen ja auch ihren Prunk zeigen, ihr Geld zeigen, dass sie hier schon verdient haben. Die wollen ja angeben mit ihrem Reichtum. Der Goldschmuck, der getragen wird. Man sieht auch schon beim Auftreten, die schauen ja nur nach oben. Sie wollen sich brüsten mit dem, was sie erreicht haben. Erfolgreiche Geschäftsfrauen. Die fühlen sich auch sicher, weil sie können nicht abgeschoben werden, sind teilweise mit einem Deutschen verheiratet. Manche haben sogar die deutsche Staatsbürgerschaft schon angenommen. Die fühlen sich hier sicher. Die haben also eine Machtdomäne gegenüber den Mädchen, die illegal hier sind. Wie endet denn die Zwangsprostitution für die meisten Frauen? Die Zwangsprostitution für die meisten Frauen endet mit der Festnahme durch die Polizei. Der Polizei gelingt es nach der Verhaftung nur selten, das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Kaum eine Frau erklärt sich bereit, eine Aussage vor Gericht zu machen. Zu groß ist die Angst, dass die Madame den Voodoo-Schwur gegen sie einsetzen könnte oder der Familie in Nigeria Gewalt antut.
Erfolgreiche Gerichtsverfahren wie dieses 2011 in Frankfurt sind selten. Dass die Drahtzieher wie hier Strafen von bis zu 8 Jahren erhalten, ist die absolute Ausnahme. Denn auch von deutscher Seite gibt es wenig Interesse an solchen Gerichtsverfahren. Sie sind extrem teuer und langwierig. Doch es gibt auch noch andere Gründe. Normalerweise müsste der deutsche Staat viel mehr dazu beitragen, dass eben der Menschenhandel viel stärker bearbeitet wird. Ich stelle immer nur fest, dass es oft auch ein Streitpunkt wird, wer ein Verfahren bearbeitet. Also es gibt da so einen Streitpunkt, ja, das Mädchen ist in der Stadt festgenommen worden, aber in der Stadt hat es auch gearbeitet, in der Stadt hat es auch gearbeitet. Da sagt die eine, die Festnahme, ja, die hat jetzt erst bei euch gearbeitet. Und die sagt, nein, das ist ja bei euch festgenommen worden, ihr müsst das bearbeiten und so weiter. Und das über Bundesländer hinaus, ne? Das ist also nicht so einfach. Ne? Man merkt immer wieder, ne, dass man eben auch bei der Polizei den Umgang mit Afrikanern oder Schwarzafrikanern nicht so will. Man ist da schon ein bisschen abweisend. Auch Jennifer wurde mehrmals vor der Polizei aufgegriffen. Stets hat sie geschwiegen und wurde laufen gelassen. Als sie ihre Schulden abbezahlt hatte, dachte sie, sie sei endlich frei. Jennifer wollte unbedingt in Deutschland bleiben und stellte einen Asylantrag. Doch ihr absoluter Tiefpunkt stand noch bevor. Vor ihrem ehemaligen Asylbewerberheim beschreibt sie die Zeit damals. Es war wie ein Licht, endlich aus dem Tunnel, ne? Aus dem dunklen Tunnel rauszukommen, und es ist ein Licht. Da hatte ich natürlich viel Hoffnung, dass eine Wohnung zu haben, in der Wirtschaftsgesellschaft einfach mitzumischen, sich einzumischen und etwas zu tun. Ne? Aber guckst du dich ein bisschen rum, das ist Träume. Du hast eine Dude in der Hand, die mit dem kannst du nichts tun. Und konnte ich nur in einem bestimmten Bezirk, Region überhaupt bewegen kann. Du darfst kein Geld verdienen, das ist wie im Knast. Nachts kannst du wirklich nicht schlafen, wenn eine Tür klopft, war dieser Schock immer wieder da, da sind wieder die Polizei, Abschiebehaft. Du siehst, wie andere abgeschleppt wird. Ja, Zimmerlang war. Ja, und alles sowas, was du... Nach 3 Jahren voller Angst und ihrer Freiheit beraubt, sieht Jennifer ihren Traum von einem normalen Leben in Deutschland platzen. Verzweifelt stürzt sie sich nachts aus dem Fenster, um sich das Leben zu nehmen. Du hast dich sehr schwer verletzt, ne? Ja, wir besorgen gebrochen. Und da sagt der Arzt, sehr froh, dass du Glück hast, dass du überhaupt noch am Leben bist. Und sehr froh, dass du überhaupt noch deine beiden Beine bewegen kannst. Das war der schlimmste Moment in meinem Leben, weil ich immer ganz positive Gedanken immer hatte, weiterzumachen, nicht aufgeben im Leben. Und danach war ich froh, dass ich überhaupt am Leben bin. Was können Sie als Ermittler denn den Opfern versprechen für eine Aussage? Wir können ihnen gar nichts versprechen. Also wir können den Opfern überhaupt nichts versprechen. Wir können ihnen nur sagen, dass wir ihnen helfen wollen, aus ihrem Martyrium herauszukommen. Aber erschwert das nicht Ihre Arbeit? Es ist schon ein großes Problem, dass wir den Frauen kein Versprechen machen können. Wir wären ja auch froh, wenn wir sagen können, ja, wenn du eine Aussage machst, können wir dir sagen, du kannst hier für immer in Deutschland bleiben. Aber es ist eben nicht so. Das wäre natürlich für uns als Ermittler, wäre das natürlich ein sehr großer Vorteil. Ne? Am Ende hatte Jennifer einfach nur Glück. Nicht der deutsche Rechtsstaat, sondern der Zufall löst ihr Aufenthaltsproblem. Mir geht es heute gut. Ich habe heute einen Teil meines Wunsches erfüllt, dass ich heute meinen Schulabschluss habe, deutsche Sprache gelernt habe, und ich habe einen netten Mann, der mich akzeptiert mit alles drum und dran.
mit meiner Marke und alles mich akzeptiert und mir auch ein Kind geschenkt hat, sage ich mal so. Ne? Und heute bin ich glücklich und ich freue mich auf unsere Zukunft. Jennifer ist eine der wenigen Frauen, deren Geschichte ein gutes Ende nahm. Die meisten Opfer warten vergeblich auf Hilfe. Einige Wochen später, im Winter, treffen wir noch einmal Bernhard Busch. Diesmal mit seiner Ehefrau zu Hause. Ich habe ja schon in anderen Bereichen gearbeitet, aber was man mit diesen Frauen macht, das ist unmöglich. Ne? Das ist menschenverachtend. Und das hat mir immer wehgetan im Herzen. Ne? Für das zu sehen, was diese Frauen durchmachen müssen. Wie die hierher kommen, wie die hier verkauft werden, wie die arbeiten müssen, unter welchen Umständen. Und dann, das sind Verhältnisse, die kann man keinem Menschen wünschen. Und deswegen habe ich mich da so engagiert. Mir hat das unheimlich leid getan. In 4 Jahren geht Bernhard Busch in Rente. Ob sein Nachfolger sich ähnlich stark für die nigerianischen Frauen engagieren wird? Tracy ist eine der wenigen Frauen, die den Mut aufbrachte, gegen ihre Madame auszusagen. Seitdem spricht ihre Familie nicht mehr mit ihr. Ich habe im Moment keine Papiere. Ich habe keine Ahnung, ob sie mich abschieben werden oder ob ich bleiben darf. Ich habe totale Angst. Falls sie mich abschieben, lacht sich meine Tante ins Fäustchen. Warum? Weil ich der Polizei geholfen habe und am Ende alles verliere. Seit ihrer Aussage sind 3 Jahre vergangen. Obwohl sie den deutschen Rechtsstaat im Kampf gegen den Menschenhandel unterstützt hat, ist ihr Aufenthaltsstatus weiterhin unklar. Sie kann jederzeit abgeschoben werden.